Moin Freunde, was geht? Wir sind wieder am Start mit einem neuen Nanatsu no Taizai Video und heute geht es mal um ein ganz, ganz besonderes Video. Wir schauen uns heute mal wieder die Seven Deadly Sins an und packen sie in die stärketechnisch richtige Reihenfolge. Aber bei diesem Video kommt es ein bisschen drauf an. Ich möchte hier nicht auf die Power Level oder so was eingehen. Dazu werde ich euch jetzt zwei Regeln vorstellen nach der Liste, wie ich hier jeweils vorgehen werde. Deswegen hier erstmal diese beiden Regeln, die ihr für dieses Video, für diese Art Top-Liste beachten solltet. Erstens, die Seven Deadly Sins sind hier nicht nach dem Power-Level sortiert. Die folgende Reihenfolge der Stärke ergibt sich aus allen aktuellen Fakten sowie Fähigkeiten, die der jeweilige Charakter besitzt. Somit also nicht nur irgendeine Zahl, die gedroppt wird, die in Nanatsu no Taizai im Laufe der Zeit so oder so an Wichtigkeit verliert. Und zweitens, diese Liste ist die aktuellste Reihenfolge nach Manga-Stand, somit also nicht die endgültige. Wir werden sicherlich noch die ein oder andere Änderung des Sins bekommen im Manga. Es dauert ja noch etwas, bis die Serie komplett zu Ende ist und dementsprechend kann ich auch gegen Ende der Serie nochmal eine Liste erstellen, wo ich dann vielleicht noch ein paar kleine Änderungen vornehmen kann. Aber vorerst ist diese hier die aktuellste und ich richte mich hier nicht nach Powerleveln, nach Zahlen oder nach der rohen Kampfkraft. Ich belege euch die einzelnen Punkte mit einigen Beispielen, um somit meine Aussagen zur Reihenfolge des Seven Deadly Sins zu untermauern und mache euch hier definitiv klar, so sieht die aktuelle Reihenfolge der Seven Deadly Sins von schwach nach stark aus. Und damit, wie gesagt, rede ich nicht von der Stärke, die sie mal in Staffel 1 hatten oder in irgendeinem besonderen Modus hatten. Ich gehe hier von allen Punkten aus und das ist meine Liste hierzu. Wenn es euch gefällt, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ihr euch für die Zukunft für Änderungen noch wünschen würdet. Welche Liste ihr euch am Ende der Serie vorstellen könntet und wer vielleicht noch so einen kleinen Schwung nach oben definitiv im Manga verdient haben könnte. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, dass ihr mir das auf jeden Fall reinpackt. Ansonsten, ihr kennt es, Abo dalassen, um nichts mehr zu verpassen und den Daumen nach oben ballern für einen kleinen Support für meine Seite aus. Damit würde ich sagen, starten wir mit dem aktuell schwächsten Mitglied der Seven Deadly Sins und so leid es mir tut, aber es ist momentan einfach die Wahrheit, der Schwächste der Seven Deadly Sins ist momentan Escanor. Escanor hat seinen Segen Sunshine nicht mehr und damit hat er jegliche Stärke, die ihn besonders gemacht hat, verloren. Er ist nun in seiner Base-Form, in seiner Lauch-Escanor-Form und damit hat er eine Power-Level-Stärke von 15. Er ist halb so stark wie Hawk in der Base-Form und wenn man sich hier wirklich nur das Power-Level anschaut, weil man über Lauch-Escanor nicht wirklich viel sagen kann, außer diese Information dementsprechend, wird man feststellen, der Typ hat in dieser Form als normaler Escanor nicht wirklich viel, womit er glänzen kann. Er hat kein Sunshine mehr, sein Power Level ist das schwächste aus der gesamten Serie und das ist auch kräftetechnisch zu Lauch-Escanor das Einzige, was wir zu ihm sagen können. Deswegen beziehe ich mich bei Escanor hier auch nur auf das Power-Level, weil mit Sunshine ist er momentan im Manga nicht aktiv. Er hat das Ganze an Mael wiedergegeben, vorübergehend nur erstmal. Es kann also sein, dass in einigen Wochen Escanor Sunshine wiederbekommen könnte und dadurch könnte diese Liste hier wieder komplette Änderungen bekommen. Das kann definitiv sein, aber aktuell ist Escanor nicht mit Sunshine gesegnet und er ist der Schwächste der Seven Deadly Sins. Er ist sogar, kleiner Funfact am Rande, zu schwach für den Posten eines Heiligen Ritters, denn ein Heiliger Ritter braucht, meine ich, um die 300 vom Power Level her, um einfach generell ein Heiliger Ritter werden zu können. Und natürlich sind die Seven Deadly Sins alle Heilige Ritter in dem Sinne und Escanor ist selbst für diesen Posten viel zu schwach in dieser Art und Weise. Aber ich bin mir sicher, da wird noch einiges kommen und Escanor könnte es anscheinend definitiv wiederbekommen, deswegen da auf jeden Fall nicht verzweifeln, der wahre Escanor wird auf jeden Fall zurückkommen, aber momentan sieht es halt leider danach aus.
dass Escanor aktuell der schwächste der Seven Deadly Sins ist. Das war Platz Nummer 7, wir kommen zu Platz Nummer 6 und da haben wir Diane. Diane ist natürlich durch ihre Durchschlagskraft schon ziemlich heftig und der Grund ist, warum ich sie als zweitschwächsten der Seven Deadly Sins momentan ansehe, ist erstens ihren generellen Fokus in der ganzen Geschichte. Sie steckt ziemlich viel ein und sie präsentiert sich auch nicht so sehr im momentanen Geschehen. Sie hat natürlich ihre Durchschlagskraft, den Tanz von Droll bzw. Gideon, ihren Hammer, womit sie magische Angriffe in die Erde umleiten kann. Das ist auch alles bestimmt taktisch ganz gut, was man im Teamkampf definitiv oder in der Defensive definitiv gut nutzen kann. Aber wenn man sich die anderen Seven Deadly Sins anschaut, wird man feststellen, mal abgesehen von Lauch Escanor, die haben alle eine Möglichkeit, irgendwie noch etwas zu reißen und wie gesagt, nicht ausgehend vom reinen Kampflevel her, denn Diane ist da definitiv nicht die Schwächste. Ich würde sogar sagen, sie ist definitiv vom Powerlevel her höher angesehen als ein Gopher. Aber ich werde gleich noch zu Gopher kommen und sagen, warum ich ihn höher ansehe als Diane. Bei Diane ist es einfach wirklich der Fall, dass sie für einen möglichen Kampf gegen Gopher beispielsweise ziemlich anfällig für Manipulationen seinerseits wäre. Und dementsprechend hat man das ja in der Vergangenheit von Taisei schon gesehen, dass Diane ziemlich naiv erscheint und generell nicht so wirklich die Momente bekommt, dass man sagen kann, sie strahlt besonders, sie kriegt ein heftiges Power-Up. Sie hat zwar eins bekommen, aber das ist jetzt im Vergleich zu anderen der Sins definitiv weniger der Fall. Bei Diane muss man einfach sagen, sie glänzt momentan noch durch nichts anderes außer ihren Hammer und ihre Durchschlagskraft, also ihre physische Stärke und das bisschen Erdebändigen. Und das ist halt, denke ich, so eine Art Knackpunkt, wo man sagen muss, sie hebt sich nicht besonders ab von den anderen Mitgliedern der Gruppe und dementsprechend bräuchte sie da eigentlich etwas, was sie nochmal wieder ein bisschen besonders macht, damit sie hier ein paar Plätze höher kommen kann. Deswegen sage ich, Diane, Platz 6 aktuell. Wir kommen zu Platz Nummer 5, hatte ich gerade schon angesprochen und wir kommen damit zu Gopher. Gopher ist vom Powerlevel her, finde ich, der schwächste der Seven Deadly Sins, wenn man Escanor jetzt von einem normalen Escanor betrachten würde. Gopher hat definitiv kein offensives Verhaltensmuster, muss man sagen. Aber wie ich es gerade schon erwähnt hatte, er ist manipulativ durch seine Invasion-Fähigkeit, durch seine ganzen Gedankenmanipulationen. Er hat natürlich auch einen gewissen Impact bekommen durch seinen Lehrmeister und Schöpfer, den Magier Gopher, und kann hier sich auch einiges aus dem Ärmel zaubern, ähnlich wie später auch bei Merlin, zu der wir auch noch kommen werden. Gopher ist definitiv ein manipulativer Charakter, er kann die Gedanken seines Gegners komplett verdrehen, er kann einiges mit diesen anstellen, er kann vieles sich aus dem Ärmel zaubern, wie wir auch ganz aktuell sehen können. Gopher ist einfach ein Paradebeispiel für einen der Seven Deadly Sins, der kräftetechnisch zwar ganz abwechslungsreich ist, aber definitiv nicht von der rohen Kampfstärke überzeugen kann. Und hier im besten Beispiel, um das mal direkt mit Diane zu vergleichen, finde ich es deutlich intensiver, wie Gopher rüberkommt und seine Kraft nutzen kann, als eine Diane, die wirklich nur mit ihrem großen Körper und großen Hammer überzeugen kann. Dann dementsprechend halt eben nicht, denn Diane hat hier in diesem Fall wirklich nur die Kampfkraft, die ein wenig überzeugt, und Gopher andere Mittel, mit denen er das Ganze umgehen kann. In einem direkten Aufeinandertreffen würde ich definitiv sagen, Gopher gewinnt hier, weil Gopher einfach mit den Gedanken schon einmal bei Diane erfolgreich war und dementsprechend sehe ich ihn hier höher an als Diane. Zum anderen haben wir auch ein kleines Geheimnis und ein kleines Ass im Ärmel von Gophers Seite aus, denn Gopher versteckt in sich eine Art Bombe, die eine Mischung, eine Art Fusion aus Infinity und Sunshine beinhaltet. Das heißt, eine Art Selbstzerstörungsfunktion. Wenn er hochgehen sollte, dann ist das quasi eine unendliche Sonne von Escanors Seite aus. Das ist halt das Risiko dabei, aber letztendlich rein von der manipulativen Seite her würde ich auf jeden Fall hingehen und sagen, Gopher ist stärker als Diane und auf jeden Fall stärker als Lauch Escanor.
Wir kommen zum vierten Platz. Wir kommen zu King. King ist der stärkste Feenkönig aller Zeiten und wird es sehr wahrscheinlich auch immer bleiben. Er hat ein massives Power-Up bekommen und er hat massig Screentime bekommen. Er hat Mael mit den vier Commandments besiegt. Also einen sehr, sehr verrückt gewordenen Mael. Er hat mit Zeldris und mit dem allerersten Dämonen, mit The Sinner, auf Augenhöhe gekämpft, kann man sagen. Auch wenn King jetzt nicht wirklich ein richtiges Resultat aus dem Kampf hervorbringen konnte, sondern mehr so in eine Art Schlagabtausch übergegangen ist, muss man definitiv sagen, dass King hier mit in dem Kampfgeschehen rund um Camelot und auch vorher schon mit dabei war und einiges gerissen hat. Und ich finde King deutlich stark. Er muss hier ganz weit nach oben. Es gibt natürlich die anderen drei, die jetzt gleich noch kommen werden, aber King hat sich hier sehr stark bewiesen. Er hat sich in einer gewissen Art und Weise durch seine Fähigkeiten auch ein bisschen effektiver gezeigt als beispielsweise eine Merlin, zu der wir gleich noch kommen werden, denn vergleicht man zum Beispiel seinen Pollen Garden, den er herbeirufen kann, seine defensive Kraft, seine Barriere mit der defensiven Kraft Merlins, wird man feststellen können, dass Pollen Garden um einiges effektiver sein kann als der Perfect Cube, denn der Perfect Cube ist den Angriffen des Dämonenkönigs, einem der höchsten Wesen dieser Serie, nicht standgeblieben, während Pollen Garden hier seinen Job gemacht hat. Das sind Punkte, die auf jeden Fall effektiver waren. Ich denke, King hat auch bestimmt einige Punkte, wo er selbst Merlin in der Magie bestimmt ein bisschen übertreffen kann, je nach Fähigkeit an der Stelle, also je nach Spezialität, ob nun defensive, offensive oder welches Element auch immer. Aber ich denke, wenn es um die gesamte Magie geht, dann ist Merlin da doch schon einen Ticken weit vorne. Und zu dieser kommen wir natürlich als nächstes. Wir kommen zu Merlin, Platz Nummer 3. Mit Merlin haben wir einen Charakter, wo es am besten uns gezeigt wird, dass Power Level überhaupt nicht relevant sind. Und zwar haben wir Merlin mit der Kraft Infinity, einigen Hack-Eigenschaften, sodass sie gegen viele der Segen oder Commandments überhaupt nicht angreifbar ist und überhaupt nicht betroffen ist. Das heißt, Merlin ist durch viele Einflüsse der Welt schon so oder so geschützt, auch wenn sie genauso wie ein Gopher kein starker Charakter ist. Sie hat ein Level, das nicht wirklich hoch angesehen ist in dieser Serie. Sie hat ein sehr geringes Level, aber sie hat durch ihr Infinity eine Fähigkeit, mit der sie komplett bis ans Limit und darüber hinaus ansteigen kann. Ihre Magie hört niemals auf und der einzige Punkt, wo Merlin irgendwie noch an ihre Grenzen kommen kann, ist gegen den Dämonenkönig höchstpersönlich, denn als Meliodas zum Dämonenkönig wurde, als er die 10 Gebote komplett absorbiert hatte, wurde Merlin etwas müde. Sie war erschöpft und sie konnte sich nicht mehr so krass am Kampf beteiligen, wie sie das halt vorher die ganzen Kapitel gegen Chandler und Cusack und Zeldris und dann dementsprechend The Sinner gemacht hat. Und so kann man sagen, dass Merlin deutlich viel sich aus dem Ärmel zaubern kann, ähnlich wie ein Gopher, aber natürlich noch viel, viel mehr. Sie hat jede Magie drauf, ihre Magie ist unendlich und dementsprechend hat sie hier sehr, sehr viele Asse im Ärmel. Hinzu kommt dann dementsprechend, dass Merlin sehr wahrscheinlich gegen jeden Gegner, gegen den sie sich stellen würde, wahrscheinlich eine Möglichkeit finden würde, diesen auszukontern. Gegen Meliodas möchte sie nicht unbedingt kämpfen, sie möchte ihn nicht zum Feind haben, aber genauso gut auch umgekehrt. Das ist auch so eine kleine Randinformation, einfach so ein kleiner Funfact, dass Meliodas Merlin nicht als Feind haben möchte, genauso gut halt dementsprechend auch umgekehrt. Wir könnten aber bei Merlin definitiv hingehen und sagen, sie findet locker eine Möglichkeit, wie sie die einzelnen Personen ausschalten kann, ohne sich großartig anzustrengen, weil sie einfach ein ganz großes Arsenal an Fähigkeiten hat. Und ich denke, wir wissen noch lange nicht alles über Merlin. Definitiv ein kleiner Mystery-Bonus hier an dieser Stelle auch drin, aber Merlin auf jeden Fall ganz weit nach oben. Wir kommen zum zweitstärksten der Seven Deadly Sins und ich finde ganz ehrlich, aus aktueller Sicht hat er das sich mehr als verdient und ich spreche hier, wie gesagt, immer noch nicht
von der offensiven Kraft, sondern vom allgemeinen Standpunkt. Wir reden hier jetzt von Ban. Und Ban ist ein Charakter, der so ziemlich der schwächste von den Seven Deadly Sins war, denn das Einzige, was ihn ausgemacht hatte, war seine Unsterblichkeit. Jetzt hat er seine Unsterblichkeit nicht mehr. Man würde sagen, er ist jetzt sogar noch nutzloser als vorher, aber er hat ein viel, viel besseres Geschenk bekommen, und zwar die Resistenz des Fegefeuers. Das heißt, Ban kann gefühlt gar keinen Schaden mehr nehmen. Er kann zwar irgendwie wahrscheinlich durchs Alter sterben, auch wenn das Alter dann in der realen Welt anders oder normal wieder verläuft als im Fegefeuer. Ich denke, das wird sich jetzt nicht wirklich irgendwie widersprechen oder so. Ich denke, das ist jetzt erstmal egal, dass er die ganze Zeit im Fegefeuer war. Er ist jetzt wieder in der realen Welt und altert wieder ganz normal weiter. Aber er hat die Resistenz des Fegefeuers und somit hat er diese Eigenschaften in die reale Welt übernommen und kann keinen Schaden mehr davontragen. Er kann sich auf Augenhöhe mit dem Dämonenkönig duellieren in dem Körper von Meliodas, zumindest in den Momenten, als der Dämonenkönig den Körper von Meliodas kontrolliert. Also in einigen kurzen Momenten duelliert er sich hier mit dem Dämonenkönig und Ban ist auf Augenhöhe mit diesem. Die Angriffe schaden ihn in keinster Weise. Es geht dann natürlich noch ein bisschen heftiger über. Man muss natürlich dann halt auch einfach sagen, der Dämonenkönig ist die höchste Distanz in dieser Serie, die höchste Kraft mit der höchsten Gottheit, und dementsprechend wird es dann halt auch irgendwann kommen zu dem Punkt, dass Ban dann halt auch mal Schaden nimmt, je länger er dementsprechend gegen diesen kämpft. Aber das hat ziemlich einen Eindruck hinterlassen und deswegen kann man auch definitiv sagen, Ban kannst du momentan halt überhaupt nicht verletzen. Hätte er seine Unsterblichkeit noch, wäre er wahrscheinlich noch overpowerter. Aber die Unsterblichkeit an der Stelle braucht er momentan selbst sogar gar nicht, weil er sich jetzt so viele Resistenzen angeeignet hat. Es ist ähnlich wie bei Merlin, die damals höchste Gottheit und Dämonenkönig verarscht hatte und um einen Handel betrogen hatte. So ähnlich könnte man das ungefähr von den Resistenzen her sagen, dass Ban jetzt Eigenschaften hat, die kein anderer mehr hat, und er so dementsprechend wieder etwas Besonderes geworden ist. Von seinen Angriffen her hat er dementsprechend auch einiges übernommen, aber da haben wir von der Erklärung her noch nicht so viel bekommen, deswegen können wir nur sehen, dass Ban definitiv von den Angriffen her gut ist, aber wie sich das erklärt und wie stark seine Angriffe ist, wie stark seine Offensive ist, das können wir nicht sagen. Seine Defensive ist aber momentan unzerstörbar gefühlt und dementsprechend ist er da ganz, ganz weit oben. Vor allem jetzt, wo Escanor nicht mehr im Besitz von Sunshine ist und Merlin auch gefühlt alles rausgehauen hat, ist Ban sehr, sehr weit oben und meiner Ansicht nach der zweitstärkste der Seven Deadly Sins, der sich auf Augenhöhe mit dem Dämonenkönig duellieren kann. Und damit kommen wir natürlich zu 1, wir kommen zu Meliodas. Wer hätte es gedacht? Meliodas ist ziemlich stark, er ist halt der einzig wahre Charakter, der sich mit dem Dämonenkönig direkt duellieren kann. Das heißt, selbst ohne die Gebote, selbst als Emotionen Meliodas kann er seinem Vater gegenübertreten und kann gegen diesen kämpfen, haut ihm einen Arm ab, haut ihm ein Horn ab und so weiter. Wir sehen selbst der Base Meliodas, der gute Meliodas, der keinerlei dämonische Einflüsse irgendwie von den 10 Geboten oder so in sich trägt, zeigt seine Stärke, zeigt vielleicht auch nicht alles, versteckt auch ein bisschen was, aber hat definitiv die Stellung eines Anführers und die der ersten Person hier in dieser Gruppe. Definitiv. Er ist auf Augenhöhe mit dem Dämonenkönig. Er hat den Rang eines Dämonenkönigs jetzt bald schon, sollte er gegen seinen Vater gewinnen können. Und dann ist sowieso Endstation. Also definitiv erklärbar, dass hier Meliodas auf Platz Nummer 1 ist. Das wäre soweit von meiner Seite aus zu dieser ganzen Liste gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch das mit ein paar Punkten auf jeden Fall belegen und erklären, ganz genau, wie ich das sehe. Ich denke, viele werden da meiner Meinung sein. Es gibt vielleicht auch ein paar Unstimmigkeiten. Wer weiß, was da jetzt die nächsten paar Kapitel noch kommen wird. Ich denke aber, die Reihenfolge, so wie sie hier im Video stattfindet, macht Sinn. Aber wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Wer ist
eurer Meinung nach der stärkste Seven Deadly Sins oder der schwächste Seven Deadly Sins? Wie sieht eure Reihenfolge aus, aktuell gesehen? Beziehungsweise, wie wollt ihr die endgültige Liste Seven Deadly Sins haben? Was stellt ihr euch darunter vor? Das könnt ihr mir gerne unten reinschreiben. Ansonsten wäre es das von meiner Seite aus gewesen. Lasst mir natürlich, wie immer, einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.